Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem spontanen Livestream hier. Ich brauchte gerade noch einen Kaffee, deshalb hat sich das so ein bisschen verzögert. Entschuldigt bitte, aber manchmal ist das so. Das ist nicht zu entschuldigen. Ja, ich weiß. Ja, heute mal ein gemütlicher kleiner Runde. War ja sehr spontan, dass wir das jetzt gerade gemacht haben. Hatten irgendwie Bock drauf. Ich meine, es wird heute nicht so wahnsinnig viele spannende Sachen zu sehen geben, aber wir haben gesagt, wir wollen heute mal ein bisschen Gesellschaft. Richtig. Also wir nehmen nachher zwar eh noch die Folge für morgen auf, aber wir haben gesagt, komm, bevor wir das wieder alles alleine vorbereiten, was ja sonst immer passiert, teilen wir das Ganze doch mal mit euch. Also wir hoffen, es wird nicht zu langweilig, aber wir müssen halt ein bisschen was noch vorbereiten für den weiteren Ausbau unseres tollen Traumschlosses oder meines Traumschlosses besser gesagt. Es ist ja alles für mich und für den kommenden Stream am Samstag. Aha, wie, was? Ich weiß davon auch gar nichts. Das ist ja schön. Doch, Samstag. Das war Insider-Information. Ja. Toll, jetzt seht ihr, ihr wisst jetzt schon mehr als alle anderen wissen und auch mehr als ich bis eben wusste. Ja, es lohnt sich schon mal hin und wieder mal bei den kleinen spontanen Livestreams dabei zu sein. Das ist natürlich gar nicht. Was ist denn Samstag für ein Tag? Samstag ist der 26. Ja. Alles klar, okay, gut. Wollte schon sagen, nicht, dass ihr irgendwelche Termine verplanst, wo wir gar nicht können. Na, aber alles super. Ich mach das mal so wie du. Ja, einfach mal so. Schön. Nun gut, ja. Also wie gesagt, wir machen hier heute einiges zur Vorbereitung der nächsten Folge, um ein bisschen halt mit der Base weiterzukommen. Werden jetzt hier nichts ausbrüten oder so, weil dafür ist dieser Stream jetzt auch nicht gedacht. Das ist ja kein offiziell angekündigter, wo wir sagen, wir bereiten jetzt alles für einen riesen Stream vor. Das ist wirklich einfach ein bisschen Zeit mit euch hier verbringen, ein paar Fragen beantworten in gemütlicher Gesellschaft. Ich meine, wir sind jetzt gerade, also bei mir werden angezeigt 40 Leute circa. Ist ja eine nette Runde. Ja, auf jeden Fall. Gut, und ja, ich würde jetzt einfach mal anfangen, Steine sammeln zu gehen. Ich weiß ja nicht, was du machst. Oder nein, ich gehe Metall sammeln. Hilft wahrscheinlich, ach, wobei, wir haben noch Metall oben auf dem Berg, ja, oder? Wir haben nicht genug, also wir könnten auf jeden Fall tonnenweise Metall gebrauchen. Okay. So ist es nicht. Gut, dann, also ich gehe jetzt erstmal Metall sammeln, dann kann ich noch ein paar Wände bauen, ein paar Ceilings, alles, was wir so brauchen. Ja, auf jeden Fall nochmal Hallöchen an alle, die jetzt noch neu dazugekommen sind. Ihr habt noch nichts verpasst, es ging gerade erst los und wir standen quasi nur rum und haben auf Kaffee gewartet. Ja, genau. Die Maschine hat den Rest gemacht. So, ich brauche hier was zum Fliegen. Irgendwie. Kurz gucken, ob noch alle da sind. Was ist denn hier los? Hä? Ich habe gerade irgendwas Komisches gehört. Moment, was war das? Ich weiß nicht, was du hörst. Hä, was war das denn? Ganz komisches Geräusch. Das hat sich angehört, als ob hier irgendwas abgefeuert wurde. Manchmal hört sich das komisch an, wenn du das Tor aufmachst, dann hört man das Geräusch doppelt und dreifach vom Tor. Ja gut, das kann sein, dass es jetzt dreifach war. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig das Ganze. Aber gut. So. Ich fliege mit Melody nach oben. Soll ich das Tor offen lassen, oder? Ja, kannst du lassen. Okay. Ich guck mal eben. Ja, und meine Schwester hat heute Geburtstag. Das ist richtig. Aber das ist keine kleine Schwester mehr. Ja, die ist 20 Jahre älter als ich. Ich bin das Küken in dieser Familie. Ja, und Insider-Informationen berichten, dass es Samstag auch einen Stream gibt. Marios Insider-Informationen. Ihr wisst Bescheid. Da hat wieder irgendwer gequatscht. Frag mich, wer das war. Ach, schön. So. Ja, manchmal muss man einfach mal spontan sein. Das ist halt so, ne? Das stimmt. Das sind wir. Also wir wissen noch nicht so genau, wann am Samstag, weil wir ja natürlich noch familiäre Verpflichtungen haben, hier so bei uns quasi. Müssen wir mal gucken. Es wird vielleicht ein bisschen später, aber nicht allzu spät. Ja, also keine Ahnung, wie lange wir da bei unserer Familie sind, aber ich denke mal, es wird nicht erst um 10 anfangen. Nee. So spät nun wirklich nicht. Müssen wir mal gucken, wie es aussieht. Genau. Aber wie gesagt, da geben wir nochmal die Info rechtzeitig bekannt. Aber wir können jetzt zum Beispiel bei dem spontanen Livestream, so wie heute, nicht ständig vorher die Information rausgeben. Denn wenn wir halt spontan sagen, okay, jetzt kommen 5 Minuten, geht's los, dann legen wir halt los, ne? So, jetzt habe ich ein Problem. Ich bin gerade von Melody abgesprungen. Die hängt jetzt hier noch in der Luft. Ich komme da nicht ran. Und du hast kein Fernglas? Ich habe natürlich kein Fernglas, aber vielleicht reicht das auch schon. Ja, Anni ist gerade wieder runtergesprungen. Ja, das passiert, wenn ich alleine auf den Berg gehe.
Ja, so ich weiß nicht. So, Melody, komm da mal her. Was ist denn hier los? Bleib hier. Mach Sitz. Fein. Sehr, sehr schön. Ja, weil der Weihnachtspatch kommt, keine Ahnung. Der sollte heute eigentlich kommen. Allerdings hat er sich nochmal verschoben, weil der Patch wohl auf den Testservern aufgespielt wurde und einige nicht reagiert haben. Also, wann? Keine Ahnung. Irgendwann heute hoffentlich noch. Ja, wäre wünschenswert. War eigentlich auch der Plan, das in der nächsten Folge zu zeigen, um mal ein bisschen was vorwegzunehmen. Aber wenn das heute nicht mehr passieren sollte, idealerweise, dann gibt es halt was anderes. Idealerweise kommt er nicht unbedingt gerade, wenn wir hier so ein bisschen am Rumfarmen sind. Ja, das wäre schön, denn sonst machen wir das Ganze wieder für umsonst. Genau. Kennen wir ja schon. Weil das Gute ist, es ist gerade Tag geworden. Wir können also richtig loslegen. Und muss man ganz kurz noch auf den Dachdecker warten. Er wollte irgendwas vorbeibringen, hat er gerade geschrieben. Okay, dann mach mal. Ja, bleib mal stehen. Ich weiß noch nicht, ob er jetzt gerade vorbei... Ach, hier kommt er ja gerade. Mit seinem Quetzal. Du weißt doch, er ist aber ganz schnell unterwegs. Also was wir heute machen, müssen wir mal gucken. Wir werden sicherlich ein bisschen was farmen, ein bisschen vorbereiten für die nächste Aufnahme und für den Livestream am Samstag. Also dass wir einfach nur halt ein bisschen farmen gehen, sowas. Rohstoffe und so ein Kram. Also gar nicht so großartig irgendwelche Ausflüge und sowas. Dann, so, ja. Weil, wie gesagt, wir müssen halt noch einiges vorbereiten. Ja, das übliche Spielgeschehen. Quasi das, was ihr sonst immer nicht so oft seht. Das, was passiert, wenn die Aufnahme nicht läuft normalerweise. Komm hoch, wie soll ich denn hochkommen? Dachdecker, Mensch. Ob es übermorgen auch einen Stream gibt? Übermorgen ist Heiligabend. Ich glaube eher nicht. Da muss ich meinen Geburtstag feiern. Und zufällig auch noch Weihnachten mit der Familie. Es trifft sich immer irgendwie alles an einem Tag. Ja. Ja, Weihnachtspatch, also der Patch 2271 kam schon, aber wie gesagt, das Problem ist halt, der wurde noch nicht aktiviert, also jedenfalls zumindest das Weihnachtsdingsbums hier nicht. Wer ist das? Winter Wonderland gibt's noch nicht. Muss ich mal rüberspringen hier, wie der Jump'n'Run-Anlage. Oh. Das ist aber voll cool, die Plattform da. Na, frohe Weihnachten. Ha, cool. Das ist ja süß. Ja, frohe Weihnachten zurück, Dachdecker. Danke, danke. Ja, auf jeden Fall. Und ganz entspannte Feiertage. Jetzt brauche ich natürlich einen Sattel, wir haben keinen. Dann nimmst du mal kurz irgendeinen weg. Ich muss ja mal gucken, aber wir müssen dann erstmal gleich claimen. Aber kann ihn ja gar nicht. Geht noch nicht? Na, er hat es ja noch, ja noch nicht freigelassen. Achso, okay. So. Claim, okay, den haben wir schon mal. Den Nummer 1. Nummer 2. Ein Ankylo-Ei. Da siehst du mal. Lässt man Maya, Apollo und Saphira hier oben, dann passieren komische Dinge. Ja, Problem ist, ich komme gerade noch gar nicht durch. Lass mich mal durch hier. Terranodon Nummer 1. Komm mal mit hier, Freundchen. Ah, ich hänge hier wieder irgendwo fest. So, ich schmeiß ja auch gleich mal die Schmelze an. Wenn ich schon hier oben rumturne, dann kann das auch alles gleich mal abfackeln. Der will noch nicht, der Terranodon. Der ist noch ein bisschen schüchtern. Na, komm mal her. Ja, und ihr hört's wieder. Das war aber heute übrigens Polizei. Ja, stimmt. Ich frage mich, ob er das wirklich so laut hört. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Der will nicht, der Pteranodon. Der ist schüchtern. Er hat Angst vor dir. Vor mir? Ja. Aber das ist doch ein Geschenk für mich. Warum hat er denn Angst vor mir? Der ist noch viel zu jung. Jetzt ist er da. So. Was wir uns zu Weihnachten wünschen. Eigentlich nichts, denn wir haben uns entschieden, uns nicht gegenseitig zu beschenken. Wir schenken uns zusammen was. Genau. Und von den anderen Familien sowas gibt es halt auch nicht wirklich was. Also Kleinigkeiten schon, aber da ist jetzt nichts dabei, was man sich direkt mal wünschen könnte. Ja, also irgendwie, ich weiß noch nicht, bei uns ist so mittlerweile, ja, das, was wir uns wünschen, kaufen wir uns halt selber. Oder schenken wir uns halt selber. Ich meine, ich finde das eigentlich ganz schön, an Weihnachten einfach mit der Familie zusammenzusitzen, bei einem leckeren Essen und ein bisschen quatschen und vielleicht das Jahr nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, aber mehr brauche ich da auch gar nicht. Also da geht es mir persönlich eher um das Zusammensein mit den anderen. Da ist übrigens schon wieder Polizei. Was ist denn schon wieder los da draußen? So, der will noch nicht hier.
Wieso streamen wir? Weil wir es können, würde ich sagen. Weil wir es können. Weil wir Bock drauf haben. Wir haben einen Bock auf Gesellschaft heute. Man soll es nicht für möglich halten. Aber wir mögen euch ja, deswegen streamen wir gerne auch mal spontan. Jetzt hat man ja gesagt, dass wir jetzt doch ab und zu mal auch spontan einen Stream machen. Einfach, weil es cool ist. Ja, weil es Spaß macht und natürlich auch, weil es Spaß macht, mit euch zu kommunizieren und so. Eben. Und in so einer kleinen Runde kann man dann auch so ein bisschen besser den Chat im Überblick behalten und vielleicht doch mal ein bisschen was beantworten. Das ist gar nicht so verkehrt, meiner Meinung nach. Ja, das stimmt allerdings. Namen. Namen für Pteranodons, weiß ich gar nicht. Du kannst ja einfach mal in den Chat werfen, ist ja gar nicht so verkehrt. Und dann kann Mario diesmal entscheiden, ob wir die nehmen oder nicht. Also ihr könnt ja mal Namensvorschläge für Pteranodon-Männchen in den Chat reinschreiben. Wir haben nämlich zwei geschenkt bekommen, gerade eben. Immer her damit. Und zu wenig Spark Powder. Juhu. Haben natürlich nur einen blauen hier. Und hier haben wir gar keinen. Alles klar. Gut, dann nehme ich zumindest mal zum Einparken den blauen Sattel. Seidenschnabel als Namensvorschlag. Wie gesagt, schreibt mal einfach in den Chat ein paar Kommentare bezüglich der Namen. Es sind zwei Männchen. Hey, gut, da passt Sophia nicht ganz. Nee, nicht ganz. Also Sophia ist wahrscheinlich gleich wie Horst für ein Weibchen oder so. Horstine. Horstine. Die gute Horstine. Das muss ja auch mal sein, wa? Shadow finde ich ja auch gar nicht so schlecht. Habe ich auch irgendwo auf dem Zettel. Also die sehen so ein bisschen lila aus hier. Man sieht das, ich kann aber ganz kurz zeigen hier. Kannst so. Purple quasi. Nennen. Weil da muss ich ja an Purple Rain denken hier von Lisa Prince oder so. Ich habe keine Ahnung. Frag mich doch nicht. Ach scheiße, habe ich den Sattel vergessen. Verdammt aber auch. Was man nicht im Kopf hat. Es sind da zwei Männchen, da kann er nicht einer Petra heißen, sag mal. Ach, und da ist übrigens schon wieder Polizei. Weiß nicht, ob man das hört, das ist relativ leise gerade. Ich glaub nicht. Ich könnte ja mal das Fenster aufmachen, aber dann fallen euch auch die Ohren ab. Das ist echt was los hier heute auf den Straßen. Dabei ist nicht mal Wochenende. Das ist wahrscheinlich, sobald wir anfangen zu streamen, geht es immer draußen los. Die warten extra drauf, glaube ich. Die vereinbaren dann immer einen Treffpunkt und sagen, hier, komm, wenn die streamen, dann fahren wir alle los. Ja, ich glaube auch. Wie bei so einer ersten Mai-Demo. Ja, das scheinen Zwillinge zu sein, wenn ich es mal so richtig interpretiere von der Farbe her. Beides gleiche Level, beide ja, gleiche Farbgebung. Und beides Männchen. Und beides ja, das Männchen. Das wäre ja wirklich krasser Zufall. Mario und Luigi. Das ist ganz cool. Ja, das stimmt. Das wäre eine Möglichkeit. So, ich pack mal den Sattel wieder weg hier, wa? Rapides. Für Schnelligkeit. Also du darfst auch mit entscheiden übrigens. Was, bei den Namen? Ja. Ich fand Mario und Luigi ganz geil. Gut, dann haben wir jetzt Mario und Luigi. Ich bin ja selber auch Riesenfan von Super Mario. Von daher passt das schon. Und nein, ich bin heute tatsächlich noch nicht gestorben. Ich bin heute nur vom Pteranodon gesprungen, wo er noch in der Luft war. Aber dabei bin ich nicht gestorben. Es war nicht so hoch. Wir spielen aber auch noch nicht so lange. Das muss ich mal dazu sagen. Und wehe, jetzt kommen billige Witze von wegen Annie rettet Mario, ja? Ne? Wollen wir mal ganz klarstellen. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Warum sehe ich denn hier... Hä? Hier was? Hat jemand... Suki? Den kenne ich doch. Hier hat jemand sein Dimorphodon gelassen. Hä? Also wir gucken gleich mal. Der ist einfach auf dem Berg oder was? Ja. Das ist ja interessant. Der ist vom Osttribe. Suki, der gehört der nicht Xarax? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Sieht's aus mit Metall, ist da noch was? Na, also ein bisschen was kann ich noch sammeln. Aha, die Nike.
Er hat die Nike wieder links Dino versaubeutelt. Ja. Erwischt. Ich hab gewundert, warum hier so ein roter Schriftzug ist. Ich dachte, was ist denn hier los? Also kurz, vor allem so klein und unscheinbar. Wo ist denn eigentlich Bu hier? Der tarnt sich wieder. Tarnbu. Gut, Nike ist nicht schuld, sagt sie. Sagt sie immer. So, Punkt. wo ist denn hier Bu? Sag mal. Bu? Da ist Bu. Mensch, der hat sich neben Karlchen getarnt. Und das geht? Bei so einer Größe? Nicht schlecht. Ja, wenn die beide gleich groß sind, dann können sie sich tarnen, logischerweise. So, ich schreibe mal kurz noch ein bisschen was mit für die Namensliste. Auf meinen komischen Zettel hier. Ja, der Stream wird heute auf alle Fälle nicht so lange gehen, denn wie gesagt, ich muss morgen früh ziemlich früh raus. Anni hat zwar Urlaub, aber ich muss schon um 4:30 aufstehen. Das ist nicht so geil. Und deswegen heute nicht ganz so lange, mal davon abgesehen, wie gesagt, ein Spontanstream muss ja auch nicht immer so ewig gehen. Eben, deswegen ist es ja auch ein Spontanstream. Das ist so lange, wie wir Bock haben und auch Zeit haben. Das ist ja einfach, wie gesagt, haben wir jetzt einfach für uns beschlossen, wir wollen heute mal ein bisschen Gesellschaft haben quasi. Nicht immer alles alleine machen. Dass wir einfach hier so nebenher ein bisschen mit euch labern können, ein paar Fragen beantworten etc. Das ist ja auch für alle Fälle auch mal ganz spannend. Dann dachten wir uns so, falls vielleicht der eine oder andere heute Langeweile hat beim abendlichen Rumsitzen oder sowas, kann er ja einschalten. Nee, der Stream ist nicht Open-End. Aber wann genau er endet, wissen wir noch nicht. Aber wie gesagt, er wird nicht so lange gehen heute. Richtig. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit jetzt demnächst für andere Streams. Und am Wochenende folgt ja dann auch wieder der längere Stream. Und der Turm sieht gerade richtig geil aus mit der Sonne. Krass, ja. Sieht richtig gut aus. Es war gerade hier Nebel des Grauens, aber naja, was soll's, wa? Kann wieder nicht mehr laufen hier. Apollo ist schon wieder voll. Apollo, komm. Los. Apollo. Ja, und Hallöchen an alle, die jetzt gerade noch dazugekommen sind. Mal ein kleiner Spontan-Stream zwischendurch. Und es regnet. Wir haben heute wieder echt Glück. Ich frage mich, was ich hier in der Tasche habe, warum ich nicht laufen kann. Kristalle sind doch auch nicht so schwer. Natürlich. Echt? Sind die so schwer? Na gut, dann sind die schuld. Einen Schuldigen gefunden. Ja, Anni wird sich gleich die Namen aufschreiben. Ja, ich schreibe. Ja, ich wäre auch für Sonic. Irgendein Tierchen können wir demnächst mal Sonic nehmen. Ja, aber das würde ja eigentlich nur für Dedicurus passen, theoretisch. Ja, dann irgendwann, wenn wir mal wieder ein Dedicurus-Baby haben. Diamond. Mhm. Außerdem wollten wir jetzt mal mit dem spontanen Stream einfach mal gucken, wen wir denn jetzt hier wecken können, quasi von euch. Wenn dann so die Nachricht im Handy auftaucht, plopp, spontan Stream, dass auf einmal aus dem Bett fallen. Aus dem Bett, es ist 8:30. Da kann man doch mal aus dem Bett fallen, also ich weiß gar nicht, was du hast. Jo, Metall. Endlich mal wieder. Was brauche ich denn hier eigentlich noch? Also ich muss mal gucken, für die Wände. Also ich baue dir jetzt echt alles Mögliche aus Metall schon mal, ja? Ja, mach mal. Also in erster Linie baue ich erstmal Ceilings. Ja, okay, dann baue ich zuerst Ceilings. Haben wir nämlich nicht mehr so viele. 10 Stück. Irre. Da geht ja was. Ja, wie gesagt, wir wissen noch nicht, wann der Stream endet, aber der wird heute nicht so lang gehen. Es wird kein 7-Stunden-Stream sein. Ich schätze mal so 2,5-3 Stunden maximal. Aber ist ja auch schon mal eine Zeit. Ja, eben. Der, wie gesagt, muss halt sehr früh raus. Ein bisschen Schlaf brauche ich auch noch, ne? Solltest du zumindest einrichten. Ist ja nicht so verkehrt. Warum habe ich eigentlich so viel Leder dabei, Mann? Das ist für ein Rotze. Das ist ja nicht ausgeladen. Das ist noch von der Jagd gestern, da habe ich das ganze Leder rausgenommen aus Crystal und jetzt habe ich das natürlich alles mit hochgeschleppt. Wie soll es denn noch anders sein? Mal gucken, ob die Kleinen hier oben noch Beeren haben. 15 Stück. Immerhin. Da verhungern sie nicht. Ist aber auch nicht die Welt. Boah, kreuzt ihr meinen Weg oder was? Da drängelt's. Ja, weil das kann. Ich weiß ja nicht, kommt jetzt eigentlich jemand aus dem Osten vorbei und holt Suki ab oder ist Suki jetzt schon wieder weg? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nee, er ist noch hier. Warte mal.
Man kann auch gechillt im Bett Stream gucken. Oh ja, das kann das geht auch, übrigens. Ja, es war ja letztens irgendwann mal so, wo ich nachts spontan mal kurz in Anführungszeichen 3 Stunden spontan Teststream gemacht habe, weil ich dann ein paar Sachen testen musste, dann kamen die Leute auch reingepurzelt in den Chat und dann, guten Morgen, mich gerade geweckt, gerade eine Nachricht aufs Handy bekommen, dass du streamst. Schön. Da muss ich ja einschalten, hab zwar morgen Schule, aber macht nichts. Hey, komm, wir machen das ja auch nicht anders, ne? Wir müssen zwar morgens raus und dann geht's trotzdem immer eine Opfer Weile. Müssen gebracht werden, ja, ich sag's euch. Richtig. Und das ist ein rotes da unten. Nashörner und Giraffen. Ja, dann wäre das ja schon sehr ja, aber Nashorn, Steppen-like. Also ich meine Nashörner. Aber Nashorn wurde doch schon irgendwas in der Art sowas angekündigt. Wurde sowas angekündigt, aber Giraffen nicht, oder? Also ich meine, ich hätte da kein Problem mit, aber dann müsste man vielleicht auch noch so ein paar andere Tiere mit reinpacken, ein paar Tiger, also richtige Tiger und so weiter, alles was man so schön. Ja, die gab es ja damals oder, aber nicht. Ja, nee, damals gab es die nicht. Ich weiß gar nicht, seit Giraffen sicherlich auch nicht. Ja, aber irgendwas Giraffenähnliches vielleicht. Was Giraffenähnliches. Das macht ja nichts. Naja, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus bei den Dinos so. Gefährliches was. Halbwissen. Ja, Anni. Lass uns glänzen, ich kenne mich noch weniger aus. Anni kennt sich auch nicht aus. Nee, da sind wir schon 2. Das ist doch klasse. Ja, wir haben Star Wars schon geguckt. Ja, und er war wirklich, wirklich cool. Können wir nur empfehlen. Schaut euch den Film an. Ich muss sagen, anders als erwartet, aber man hat ja mal so seine Erwartungen nach gefühlt Jahrhunderten des Wartens sozusagen auf Teil 7 und ich fand ihn trotzdem sehr cool. Hat mir sehr gut gefallen. So, Kristalle sammle ich mal auch noch, wa? Mach mal. Wir haben zwar eine ganze Box voll, da passt doch nichts mehr rein, aber sammel. Wird ja nicht schlecht. Ja, Wollnashörner, das weiß ich, dass es sowas gab. Tatsache, Höhlenlöwen, ja. Können wir ja alles mal hier einbauen. Also da wird sicherlich noch einiges kommen. Ja, mit Sicherheit, auf jeden Fall. So, er ist jetzt weg, oder? Ich meine, es wäre ja auch ganz lustig, wenn hier dann wirklich mal so ein paar Höhlenmenschen durch die Gegend laufen. So ein paar NPCs. Nein. Warum nicht? Nein. Reicht schon, wenn wir hier rumtoben. Da gibt es keinen Platz für NPCs. Ja, und bitte keine Filmspoiler in den Chat schreiben für diejenigen, die es noch gucken wollen und nicht gespoilert werden wollen, nicht, dass sie dann hier irgendwie, ne? Traurig sind. Gleiche Infos bekommen, die sie noch gar nicht haben wollen. Nee, eben, also keine Spoiler. Spoiler sind immer scheiße. Da ärgere ich mich auch immer drüber. Was ist da los? Was fliegt hier schon wieder durch die Gegend? Irgendwas fliegen sehen? Ach du bist da vorne. Alles klar. Ja, ich sammle gerade mit Apollo. Ich habe mich gerade gewundert, was da los ist. Also Anni ist vorhin schon mal vom Pteranodon gesprungen. Aber nicht gestorben. Ja, aber sie hat es überlebt. Leider. Ja, sonst hätten wir gleich wieder zum Start des Streams hier voll die Action gehabt. Ja, total spannend, ne? Anni stürzt sich vom Pteranodon. Weil ich auch sonst nichts zu tun habe. Ja, Anni hat das Leben, seit die stürzt sich öfter mal vom Geier. Oder vom Pteranodon oder von der Klippe, keine Ahnung. Mit Fallschirm, ohne Fallschirm, alles drin. Oder vom Turm, geht auch, hat es auch schon fertig gebracht. Ich habe hier eigentlich schon überall runtergestürzt. Ja, und hallo Melvin. Ja, genau, hallöchen Melvin. Schön, dass du auch vorbeigekommen bist, so zum Spontan-Stream. So völlig ungeplant. Einfach mal, lass doch mal streamen. Okay, gut. Und los ging's. Ja, und bei Anno steht's noch genauso katastrophal wie zum Patch quasi. Es wurde nämlich nichts geändert bisher. Funktioniert immer noch nicht. Ich hoffe immer noch auf Besserung, weil wie gesagt, so ist halt nicht spielbar, wenn man halt ständig, sobald man Sektor betritt, eine Negativbilanz hat von minus 30.000. Irgendwann ist das Geld halt alle. Ne? Und wenn das Geld alle ist, ist es vorbei. Schicht im Schacht, Firma pleite. Macht nicht so viel Spaß, deswegen habe ich es erstmal pausiert. Ja, wir werden heute sicherlich nichts zähmen, also maximal was ganz Kleines, falls wir spontan was finden, aber halt auch nichts irgendwie Großes, was man nachträglich noch betreuen muss. Wir werden nichts ausbrüten, werden auch keine Höhlentour machen heute,
wie gesagt, einfach mal spontan ein bisschen Vorbereitungsarbeit für den Stream am Samstag und für die Folge, die wir noch aufnehmen müssen. Bisschen was farmen und da wir das nicht alleine machen wollten, heute einfach mal ein bisschen Gesellschaft quasi, so ein bisschen mit euch labern, haben wir gedacht, machen wir mal spontan Stream. Ich denke mal, das würde euch ja nicht so weiter stören, dass wir heute mal so ein bisschen spontan sind. Hoffe ich doch zumindest. Nicht, dass ihr jetzt sagt, oh, spontan Streams, ist ja blöd. Das wollen wir gar nicht. Da können wir gar nicht mitmischen. Ja, es muss halt auch mal Zeiten geben, wo man die nicht so spannenden Dinge tut. Ja, wir machen das ja immer sonst abseits der Aufnahmen. Und wie gesagt, das ist halt immer wirklich eine Menge Vorbereitungszeit. Gerade wenn man immer so liest in den Kommentaren, mach das nicht und mach das nicht in den Videos. Hat der heute schon wieder einen Kommentar, dass wir doch gefährlichst jagen gehen, auch offscreen machen sollen. Also ich weiß noch ehrlich gesagt nicht, was wir dann überhaupt zeigen sollen. Gar nichts, dann schwarzen Bildschirm. Ist mir dann immer ein bisschen ein Rätsel, was die Leute dann sehen wollen. Ja, man kann es eh nicht allen recht machen. Also das wissen wir ja nun schon gut genug. Das ist ja nicht nur im Spiel so, das ist ja auch im echten Leben so. Es gibt einfach immer Leute, denen gefällt das, den nächsten gefällt das und die anderen wollen das wieder nicht sehen. Ist halt einfach so. Aber lässt sich auch nicht ändern. Was wir machen würden, wenn wir einen Tag unendlich Geld hätten? Ich glaube gar nichts. Ich bräuchte erstmal einen Tag, um zu realisieren, dass ich unendlich Geld hätte. Ja, stimmt. Und an einem Tag kriegt man das auch alles nicht ausgegeben. Wenn es unendlich ist, wirst du es sowieso nicht ausgegeben kriegen. Auch ja, eben. Egal wie viele Tage du hast. Gut, was würde ich machen? Ich würde mir aber... Doch, ich wüsste, was ich mache. Ich würde mir erstmal alle Konsolen kaufen, die ich noch nicht hier zu stehen habe. Plus diverse Spiele, die ich noch nicht habe. Ich würde mir auch echt alte Konsolen holen. Einfach für die Sammlung. Das würde ich tun. Es kommt eigentlich mal eine spontane... Also so als Zocker würde ich mir, glaube ich, erstmal den NASA-PC zusammenbauen. Auf jeden, doch stimmt. Absolut. Den NASA-PC. Vom Herrn. Sozusagen, wie man so schön sagt. Nein, es ist noch gar nichts Neues gekommen. Also der Patch ist noch nicht da. Der Winter Wonderland Patch. Also der sollte eigentlich heute kommen, der wurde aber verschoben. Und das Känguru, was jetzt ja mit, also demnächst so kommen soll, ist auch noch nicht da. Das ist, wurde ja für den Dezember angekündigt. Der ist aber nicht mehr so lang, der Dezember. Von daher tippe ich mal eher drauf, dass es vielleicht erst im Januar kommt. Ja, und Anni, wir wissen noch nicht genau, wann wir Samstag streamen. Das müssen wir davon abhängig machen, wann wir wieder nach Hause kommen. Wir sind halt noch verabredet. Deswegen können wir das nicht so wirklich timen. Ja, da wird es nochmal eine Info geben. Ich denke mal, wir werden dann sicherlich einen Tag vorher oder so dann schon ein bisschen besser wissen. Ja, ungefähr, so circa. Ungefähr, wann wir denn so Feierabend machen da quasi beim Familienfest. Ist ja auch, wie gesagt, am 24. haben wir ja schon gemütlich beisammen sein. Am 26. halten auch noch mal ein bisschen, aber der wird dann auch nicht so lang gehen. Wie gesagt, da gibt es noch mal eine Info, wann der Stream dann ist. Auf jeden Fall wird es den Samstag geben, aber wann genau, wissen wir nicht. Aber da wir Samstagabend dann nichts anderes vorhaben quasi, ne, und ihr vielleicht auch nicht, und am Sonntag dann ausschlafen können. Also falls man keine Verpflichtung hat, ne, dann kann man auch schon ein bisschen länger dann streamen sozusagen am Samstag. Das stimmt. Ja, und Nico, wir kommen beide aus dem Bereich Online-Marketing, aber mehr muss man, glaube ich, auch gar nicht sagen. Es reicht schon als Info. Wollen jetzt nicht alles ausplaudern, aber Online-Marketing ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Stichwort. Ja, und der Stream war heute tatsächlich geplant, und zwar 5 Minuten vorher. Sehr spontan geplant. Ja, manchmal muss man ein bisschen spontan sein. Wie gesagt, wir hatten das ja in den letzten Videos und Streams schon mal angekündigt, dass wir durchaus auch mal unter der Woche streamen werden. Am Abend, also wie gesagt, reinschauen lohnt sich auf jeden Fall, wenn er denn nicht jedes Mal eine Nachricht bekommt. Wir können halt auch nicht jedes Mal Info vorher geben, wenn wir halt spontan sagen, okay, wir wollen jetzt, haben jetzt Bock, in 5 Minuten loszulegen, dann machen wir das halt, ne? Das ist ja sicherlich auch in eurem Interesse. Ja, dann gibt es halt auf Twitter und auf Facebook, habe ich es ja vorhin gemacht, habe ich Bild gepostet, wo das drauf stand. Ja, und wer halt Zeit hat, der kann dann halt auch am Stream teilnehmen und wer nicht, den kann man sich halt auch anschließend noch anschauen. Also das ist ja auch nicht das Problem. Aber immer anmelden, dann wäre es ja nicht mehr spontan. Und ich brauche wieder Sparkpower. Ich habe gerade. Achso, du hast gerade. Genau, hier die zweite Schmelze. Na, ich habe jetzt. Ich pack's hier in die Kiste. Dann mache ich gleich mal noch mehr. Können wir ja tonnenweise gebrauchen. Das ist gut.
dachte, du hast jetzt schon was reingeworfen. Ich hab's in die Kiste gepackt. Ach, hab schon gesagt. Ach, guten Morgen. Ja, Anis Kaffee wirkt noch nicht. Nee, das stimmt. Ist noch nicht so ganz wach. Ist erst der dritte heute. Allerdings der erste nach dem Schlafen. Nein. Also nach dem zweiten Schlafen. Nach dem zweiten Schlafen, ja. Gab vorhin noch Mittagsschläfchen, oder es war ein Nachmittagsschlaf. Da so Knülle, ging gar nicht. Ja, das Problem ist mit der Nachricht bei Twitch ist halt, man muss auch Follower sein. Wenn man nämlich kein Follower ist von dem Kanal, dann bekommt man auch die Nachricht nicht, soweit ich das weiß. Ja, aber dann hoffen wir doch einfach, dass alle Leute, die sich für unsere Streams interessieren, dann halt auch followen. Das würde ja nur Sinn machen, das machen wir ja nicht anders. Ja, das stimmt allerdings. Aber wie gesagt, das ist halt auch ab und zu mal sehr spontan. Also wir haben noch den Small Dragon Mod haben wir noch nicht ausprobiert. Wir haben noch gar keine Mods ausprobiert. Werden wir auch in nächster Zeit nicht machen, denn bei Mods ist immer das Problem, wenn neue Patches kommen, sind die meistens nicht up-to-date und verursachen Probleme. Und das wollen wir natürlich nicht, denn wie gesagt, das ist ein Community-Server und da spielen halt auch andere Leute mit. Und wenn der Server dann ständig Probleme hat mit irgendwelchen Mods und sowas, die nicht funktionieren, das wäre natürlich auch nicht so geil, muss ich sagen. Wird sicherlich irgendwann mal der Zeitpunkt kommen, wo wir Mods ausprobieren, vielleicht auch nur lokal dass wir einen lokalen Server starten oder sowas, dass wir dort ein paar Mods mal testen. Das wird sicherlich mal kommen, denke ich mal, aber es wird noch dauern. Wenn für Ark dann nicht mehr, weiß ich nicht, gefühlt jede Woche ein Update rauskommt, sondern halt ein bisschen seltener, dann kann man das durchaus auch mal machen mit den Mods, dass man einfach nicht jedes Mal Probleme hat, wenn die Mods nicht up-to-date sind mit dem neuesten Spielstand sozusagen. Wie lange dauert das, Primey Jerky herzustellen? Keine Ahnung. Also das hat mal circa eine Stunde gedauert, es wurde aber wohl etwas reduziert von der Zeit her. Aber wie lange es jetzt dauert, weiß ich nicht. Eine halbe Stunde würde ich sagen. Vielleicht auch ein bisschen schneller. Ich weiß es nicht. Mario hat sich bis jetzt eigentlich immer um die Küche gekümmert. Ja, also wie gesagt, das geht eigentlich nicht mehr so langsam wie früher mal. Das wurde auf jeden Fall beschleunigt. Aber wie schnell es jetzt genau ist, weiß ich nicht. Ich packe das halt immer rein und am nächsten Tag ist es fertig, wenn ich wieder einlocke. Also von daher. Ja, so über Nacht quasi. Bietet sich auch an. Es will halt jeder ein Einhorn sein. Einhorn, ne? Ich freue mich schon auf das Einhorn-T-Shirt. Ja, stimmt. Das wird ja bald verschickt. Ich habe mir ein T-Shirt gekauft. Mit einem niedlichen Charakter drauf, der auch ein Einhorn in der Hand hat. Ja, so ein Baby-Einhorn quasi. Ja, sehr flauschig. Aber es dauert halt noch ein paar Tage, bis das überhaupt zugeschickt wird. Ich mache mal ein Foto, wenn es angekommen ist. Also wir streamen ehrlich gesagt nicht ohne dich. Du bist einfach nicht da gewesen. So sieht es nämlich aus. Hast du das Problem erkannt? Du musst immer damit rechnen, dass wir streamen. Zospino, ne? Weißt du Bescheid? Ja, es kann nur ein Einhorn geben. Richtig. Aber wir wollen auch ein persönliches Einhorn. Warum haben Stimmt, wir kein eigentlich wollen wir auch das Zos-Einhorn. Das warum haben wir eigentlich kein persönliches Einhorn, Palutens Einhorn? Warum hat ein Paluten Einhorn und wir nicht? Stimmt. Nur mal so als Frage. Das ist die Frage, geworfen. Warum haben wir kein eigenes Einhorn? Das würde mich jetzt spontan mal interessieren. Ah, ich kann schon wieder nicht laufen. Ach ja, warum ist das hier immer so voll? Also das mit der Werbung, das können wir nicht beeinflussen. Sobald man den Stream startet, kommt automatisch ein Werbespot. Das haben wir aber nicht, das können wir nicht kontrollieren. Das ist tatsächlich von Twitch so. Okay, hatten wir gerade Lag. Ja, mega Lag. Ja. Weil der Server gerade wieder gespeichert. Ja, wie gesagt, das kommt von Twitch, können wir nicht beeinflussen. Die wollen natürlich auch Kohle verdienen dafür, dass wir dann hier kostenlos streamen sozusagen. Können wir nicht ändern, müsst damit leben. Ich meine, ich starte den Stream ja auch nebenher, nur halt ohne Ton, sonst höre ich uns ja doppelt, aber ich kriege auch jedes Mal die Werbung.
Ist mal ein bisschen anstrengend, aber man darf ja auch nicht vergessen, Twitch finanziert sich nun mal über Werbespots und ja, können wir halt nicht ändern. Ja, wollen wir auch gar nicht ändern. Wie gesagt, würde man tatsächlich die Werbung weglassen bei Twitch, würde das was kosten. Und das wollen wir natürlich auch nicht. So kann es jeder kostenlos nutzen, muss sich dafür aber mal einen Werbespot reinziehen. Ist ja auch nicht das Problem, so ewig gehen die auch nicht. Ja, Apollo steht doch hier vor der Tür. Hier. Ich gucke noch gerade an. Ich war da gerade mit ihm unterwegs. Wir haben schon wieder 5000 Kristalle. Nee, was machen wir denn mit den ganzen Kristallen? Ich habe das immer noch nicht so raus. Wofür brauchen wir Kristalle? Vor allen Dingen so viele. Wir sind einfach vorbereitet. Auf was denn? Auf die Zeit, auf die Weltherrschaft kommen mag? Ja, das Problem ist halt immer, es gibt ja immer mal wieder neue Updates und vielleicht kommt ja irgendwann was mit Glas oder sonstigem, dass wir tausende Millionen Kristalle brauchen und dann haben wir die Kristalle. Ich glaube nicht, dass dieser Tag kommen wird. Ja, aber wir brauchen jetzt zum Beispiel auch für die ganzen neuen Sachen tausende Millionen Metallbarren. Ja, Metallbarren sehe ich ja noch ein. Ja, aber vielleicht kommt irgendwann Glas. Also heute ist zwar nicht Samstag, aber heute ist spontan Stream. Ach Mann, ey, jetzt kann ich hier nicht mehr laufen. Ist doch ein Mist hier. Und man sieht, so langsam werden die Leute wach. Wir haben jetzt doch schon ein paar mehr Zuschauer bekommen. Ja, hallo an alle, die jetzt gerade spontan eingeschaltet haben zu unserem spontanen Livestream. Ja, muss ja Oma sein. Und hallo, ne? Stefan, Mensch, schön, dass du da bist. Ach, der Mölli Moon, ja. Endlich Feierabend, sagst du? Oh, ey, ich kann. Mann. Ich muss echt mal noch ein bisschen Tragekapazität leveln. Das geht so nicht. Ja, wie gesagt, wird jetzt doch, glaube ich, dann ab und an mal abends noch einen spontanen Stream geben. Einfach, weil wir Bock drauf haben, auf jeden Fall, haben wir gesagt. Dass wir auch mal unter der Woche mal streamen am Abend. Wird dann aber allerdings immer nur eine kurze Variante sein. Ja, es geht ja auch nicht anders, wenn man nächsten Tag wieder raus muss. Gerade wenn man früher raus muss, genau. Ja, Melvin, was soll mit meiner Schwester sein? Die hat halt heute Geburtstag, aber es ist nicht so, dass sie jetzt hier ist. Und ich habe vorhin schon gesagt, meine Schwester ist auch schon einige Jahre älter als ich. Das ist jetzt keine kleine Schwester, das ist eine große Schwester, so 20 Jahre älter als ich. Aber der geht's gut und ich habe der auch schon gratuliert und Mario auch. Und ich denke mal, sie genießt ihren Geburtstag ganz, ganz gemütlich. Im Kreise ihrer Familie. Im Kreise ihrer Familie, genau. Ab einem gewissen Alter feiert man nicht mehr mit der ganzen Sippe Geburtstag. Machen wir auch nicht. Wir feiern meist mit Freunden und das war's dann auch schon. Ja, das stimmt. Ja gut, und an meinem Geburtstag sind wir halt am Nachmittag dann noch bei meinen Eltern. Aber das ist ja auch ein besonderer Tag. Genau. Ne? Am 24. lässt sich das nicht vermeiden, dass man da mal zusammen mit Familie Abend zu Abend isst, ja. Ja, danke, Melvin. Richtig aus, unbekannterweise. Ja. Wird sich auch wundern, wenn ich da sage, es gab hier noch so x-tausend Gratulationen und sie wird dann sagen, von wem? Kennst du nicht. Unbekannt, aber freu dich drüber. Ja, Zospino, ja, korrekt. Das machst du richtig. Die ganze Zeit vom Rechner sitzen, F5 drücken, damit du gleich sofort als erster mal dabei bist, wenn der Stream losgeht. Wann auch immer das sein wird. Tag und Nacht, musst du berechnen. Aber hallo. Jan Warhawk, das hast du richtig erkannt. Sehr gut kombiniert, Sherlock. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe noch mehr Geschwister. Und ich kann sagen, alle sind älter als ich. Alle. Und zwar deutlich älter. Melvin, man kann nie die Schnauze voll haben von Kaffee. Den musst du dann einfach so ein bisschen verfeinern. Ein bisschen Aroma rein, ein bisschen mehr Milch.
einfach mal eine andere Geschmacksrichtung. Oder intravenös. Oder einfach genau eine Leitung legen. Da musst du nicht schmecken, dann lässt du einfach direkt in die Vene laufen. Läuft auch. Im wahrsten Sinne. Aber läuft dann richtig. Ja, früher, als ich noch Nachtschicht hatte, also im Schichtdienst gearbeitet habe, da habe ich tatsächlich so pro Nacht ungefähr so meine 2,5 Liter Kaffee getrunken. Das war schon, naja, Lebenselixier. Das ist jetzt auch nicht so gesund, würde ich sagen. Das hilft aber jetzt auch nicht mehr, wenn man Kaffee trinkt. Das macht nicht mehr wach, weil man ist einfach abgehärtet, in Anführungszeichen. Also macht keinen Unterschied, Koffein, ich könnte nach dem Kaffee direkt ins Bett gehen und schlafen in Stein. Das ist nicht das Problem. Hier ist kein Metall mehr. Ey, ich habe gerade gesammelt. Ja, ich würde mal mit Buch kurz auf einen anderen Berg fliegen. Ja, wenn du, also, ne? Ja, wenn ich was. Wenn du aufpasst. Na, aber hallo. Dann nimm mal Apollo mit. Den habe ich ja hier, oder? Nee, ich habe Saphira. Ja, dann nimm mal Apollo mit. Ja, mach ich. Kann sich besser verteidigen gegen garstiges. Ich muss nur mal kurz gucken, ich muss irgendwie ein paar Bären essen. Gegen garstige Karnivoren, so wie Prontos zum Beispiel. Hahaha. Ja, in der letzten Folge, vielleicht habt ihr das ja auch mitgekriegt, habe ich Mario mal wieder, glaube ich, nein, doch, ich habe eigentlich zugehört, aber ich habe zu schnell geschossen. Mario meinte ja, es wäre schön, wenn wir hier dann auch mal ein paar Fleischfresser hätten und ich hau raus, ja, so ein paar Brontos zum Beispiel. Und ich habe nicht drüber nachgedacht, was ich da sage, denn in meinem Kopf hieß es eigentlich nur, wir brauchen Dinge oder Dinos, die einfach viel Fleisch geben. Ich habe da nicht an Fleischfresser gedacht, habe natürlich dann auch gedacht, als das im Kommentar stand, na super, war ja wieder mal Facepalm, ne? Gefährliches Halbwissen. Gefährliches Halbwissen. Für 500. Naja, passiert halt mal. Es war spät. Es war nachts um 2. Da darf ich auch mal sagen, Brontos. Ja, Einhorn. Also den Baum musst du schon schmücken. Das, ne? Also, das läuft so nicht. Ja, wir haben unseren Baum schon vor Ewigkeiten geschmückt. Besser gesagt, ich. Mario hat geschlafen in der Zeit, wo ich den geschmückt habe. Ja, die Nacht war kurz. Ich musste mich um die Videos kümmern. Da darfst du auch den Baum schmücken. Oh. Immer eine Ausrede parat. Ja, was ist denn deine Ausrede zu dem Fleischfresser im Prontos, sag mal? Es war spät. Ja. Ja, bis dann, Einhorn. Viel Spaß beim Baum schmücken. Ja, viel Spaß. Wir wollen Bilder sehen übrigens, ne? Vom Baum. Wir müssen unseren Baum auch noch irgendwie posten. Ja, das hab ich dir schon gesagt. Ja, aber meine Handykamera ist einfach Ausreden. So schlecht. Diese Handykamera ist so unglaublich schlecht. So unglaublich schlecht. Anni hat immer eine Ausrede parat. Ihr merkt. Das ist keine Ausrede. Ich könnte auch einfach die richtige Kamera nehmen. Das könntest du auch. Das könnte ich. Dann gibt es schönere Bilder. Wo ist denn Apollo? Ist der jetzt oben? Nee, der bin gerade am Ausladen. Der steht unten bei Blue. Hat er ein paar Beeren? Der hat ein paar Beeren. Cool. Warum? Na, ich brauche was zu essen. Achso, der kann dir Fleisch geben. Nee, ich kann auch die Beeren essen. Ist gar kein Thema. Nein, der braucht doch Futter. Ja, aber der braucht doch hier keine 100 Beeren. Guck ihn dir an, der ist voll traurig. Ist er nicht? Doch, wirklich. Nein, den hast du falsch verstanden. Oh, pass mal hier, guck mal, ich leg dir mal Fleisch hin. Ups. Da. Ich dachte, du packst es jetzt bei Apollo rein. Es rollt runter den Berg. Ja, super. Wirklich, ja, oh, fang das Stückchen hier. Jetzt, sehr schön. Okay, ja, dann nehme ich jetzt mal Boo mit. Ah, der hat so viele Strukturen drin. Ist der trotzdem schnell? Nee, der ist ja fast voll. Da musst du, nimmst du Melodie mit runter, nimmst Karlchen unten mit. Diese Arbeit. Diese Umstände hier. Aber gut, lässt sich jetzt nicht. Ja, wo ich das gerade oben sehe, Blaubeermuffin. Wir hatten letztens Tee mit der Geschmacksrichtung Blaubeermuffin. Das hat wirklich extrem nach Blaubeermuffin geschmeckt. Nur mal, um auf die künstlichen Aromastoffe zurückzukommen, quasi, die da mit Sicherheit drin waren. Also es war schon, ja, direkt 1A, als wenn man gerade einen Blaubeermuffin futtert. Ja, und die andere Sorte war irgendwas mit Apfelkuchen. Apfelkuchen. Apple Pie, irgendwie sowas. Ganz ausgefallene Teesorten. Kann man mal machen, aber muss man auch nicht. Ist jetzt nicht so auf Dauer so geil. Ich trinke da gerne einen ganz normalen Schwarztee oder sowas. Oder Früchtetee. Ja, und Warhawk? Nein, wir sind dafür nicht zu scheu. Wir haben halt schon mal begründet, weshalb wir nicht mit Facecam spielen wollen. Es hat auch nichts damit zu tun, dass wir schüchtern wären oder sonst was. Es gibt von uns ja ein Video mit Kameraaufnahme auf dem Kanal, aber wir halten es einfach nicht für notwendig. Und es gibt halt immer ein paar Gründe, weshalb man das auch tatsächlich bevorzugen könnte, nicht mit Facecam zu spielen.
Das fängt auch bei Beleidigungen an und so weiter, ne? Also muss halt auch nicht sein und zudem uns persönlich würde es vom Spielen ablenken. Ja, also wie gesagt, man hat ja mal das Problem, man, also ich zum Beispiel oder Anni, bei ihr ist es genauso, wenn man jemanden zuschaut beim Spielen, dann möchte man halt in erster Linie das Spiel genießen und nicht demjenigen die ganze Zeit ins Gesicht glotzen. Weil das Problem ist bei einer Facecam, man muss halt auch Entertainer sein vor der Facecam. Wenn man einfach nur dumm rumsitzt, keine Miene verzieht vor der Facecam und einfach nur vor sich hin zockt oder wenig Mimik und sowas hat, dann bringt es nichts. Ja, dann kann man sich doch so sparen. Und es gibt so unglaublich viele YouTuber, die eine Facecam benutzen, wo wir denken, warum machen die das? Die tun sich damit auch keinen Gefallen, weil das einfach nach nichts aussieht. Okay, da sieht man jetzt Gesicht und der zockt gerade, aber mehr passiert da halt auch nicht. Ich finde das halt eigentlich ein bisschen ablenkend. Da würde ich mich dann doch lieber drüber freuen, wenn ich echt den vollen Bildschirm genießen kann mit dem Spiel. Denn das ist das, was mich ja vorwiegend interessiert und nicht die Person dahinter. Ich meine, klar, ist schön, wenn man die sympathisch findet oder die Stimme nett, also keine Ahnung, aber ich muss mir jetzt auch nicht jedes Mal irgendwen anglotzen, ja, der da spielt. Ja, man hat ja auch nicht unbedingt so viele Spiele, wo es sich das auch wirklich lohnt. Also Horrorspiele, okay, da gehe ich noch mit konform, dass sich da vielleicht lohnt, dass man sagen könnte, okay, da nimmt man halt eine Facecam, wenn die Leute sich halt zu Tode erschrecken oder sonstiges. Ja, da verstehe ich das ja auch. Wirklich bei Horrorgames, das sehe ich total ein. Aber bei Ark, nein. Bei irgendwelchen anderen Spielen, das ist einfach unnötig. Es ist wirklich unnötig. Aber das ist eine persönliche Einstellung. Es gibt andere, die sehen das anders, die freuen sich, wenn sie dann halt ihren YouTuber sehen, der die ganze Zeit das Mikrofon im Gesicht hat und ja, man eigentlich nichts weiter erkennt, außer ein Cappy und ein Mikrofon im Gesicht. Naja, Geschmackssache, ne? Wurde ja schon oft genug gefragt, haben wir auch schon oft genug erklärt, aber wie gesagt, unsere Entscheidung, müsst ihr damit leben, ne? Und wie gesagt, falls ihr uns anderweitig auch mögt, also unser Gameplay, unsere Videos oder sonstiges, dürfte euch das auch egal sein, dass wir keine Facecam nutzen. Denn wie gesagt, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Ne? Es gibt das Geburtstagsvideo. Man kann auf Instagram, kann man uns auch sehen, aber wir brauchen jetzt auch keine Facecam. Also wir machen jetzt kein Geheimnis draus, wie wir aussehen, um Gottes Willen, aber wir müssen es auch nicht eben unter die Nase reiben. Oh, ich park mal Saphira wieder ein. Ja, Kyapotena ist nicht da. Das Stream-Bingo ist, glaube ich, heute auch dadurch, dass es auch spontan Stream ist, wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, werden wahrscheinlich nicht schaffen, das Bingo. Ja, das stimmt. Ich meine, Krankenwagen war zwar schon dabei, Polizei auch, aber der Rest noch nicht so ganz. So, wo ist denn Apollo jetzt? Nach unten. Immer noch unten? Na, immer noch neben links, neben Bu. Achso. Gut. Ich bin jetzt mit Karlchen hier auch mal oben. So, Apollo, komm mal mit. Schön Ankylo hier in der linken Kralle. So muss das sein. Wie gesagt, wer uns sehen möchte, der kann uns gerne sehen. Die Orte haben wir genannt, wo es zu finden gibt, Informationen zu unserem Aussehen. Ansonsten ist halt so, ne? Keine Facecam. Mal davon abgesehen, es wäre auch gar nicht möglich, so eine weitere Facecam einzubinden, denn wir sitzen ja nebeneinander, das haben wir ja schon gesagt. Und beide würden wir ohnehin nicht auf eine Facecam draufpassen. Das heißt, wir bräuchten zwei Bilder oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Und wäre natürlich auch nicht so günstig. Man will ja auch noch was vom Spiel sehen. Also sonst hätte man ja irgendwie die ganze Zeit nur das Facecam-Bildchen über dem Bild zu liegen, über dem Spiel sozusagen. Und dann. Das muss ja auch nicht sein. So, und ich habe gerade ein echtes Problem. Es regnet. Es ist ja alles neblig. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß gerade wirklich nicht. Ja, weil du wenn dir 5000 Mal im Kreis drehst, dann. Ja, das ist unser Berg und dann einfach geradeaus. Wahrscheinlich. Ja, rein theoretisch. Na, ich guck mal, wo ich ankomme. Irgendwo wird's schon sein. Anni fliegt hier irgendwo rum und hat die totale Orientierung verloren. Ja, das regnet. Guck mal nach links. Guck mal nach links. Ja, ich gucke nach links. Nee, weiter nach links. Noch weiter nach links. Da ist nämlich die Insel. Die Todesinsel. Na, dann muss es ja hier lang sein. Na, weißt du, das ist der Vulkan. Hier links. Ach so. Nee, hier links. Na, hier, da, so. Irgendwo ich fliege einfach so mal dorthin, wo ich nichts sehe. Ja, ich komme schon irgendwo an. Ja, wir waren gestern natürlich schon ein bisschen leveln. Haben wir ja irgendwie mit Crystal und Rocky gemacht, aber das dauert wirklich 100 Jahre gefühlt, hier, bis man ein Level up hat. Also ich habe jetzt, fehlt immer noch 4.500 XP quasi, aber naja.
Und das Schlimme ist ja, dass ich glaube, das letzte Blueprint oder der letzte Engram bekommen wir mit Level 90. Das ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Wenn ich überlege, wie lange wir bis Level 90 brauchen, wenn wir schon bis Level 80 so lange brauchen, dann also ist wahrscheinlich die dreifache XP-Menge von Level 80 bis 90 wie vorher die ganzen Level bis 80. Was ist denn das für ein Sauwetter hier? Nicht mal ein Schirm mit. Ja, wie so oft. Ist ja immer so, ne? Aber tollen Metall. Wenigstens das. So, muss man kurz gucken, ob wir je nach. Wer ganz normale Seedings hat man ja noch, ne? Normal im Sinne von Stein oder was? Oder Metall? Ganz normal Stein. Aber noch. Wenn du das sagst, ich habe vorhin halt nur Metall gebaut. Ja, und wir werden natürlich auch eine Schlange zählen. Wie soll es denn noch anders sein? Klar. Drei. Das ist, glaube ich, schon der gefühlte Running Gag hier. Requires Foundation Support. Ach, hör doch auf hier. Immer das Gleiche. Immer der gleiche Müll. Hier regnet es tatsächlich nicht, wollte ich mal sagen. Ich habe gerade rausgeguckt, bei uns regnet es nicht. Es hat aber vorhin geregnet. Da waren wir gerade mit den Fahrrädern unterwegs. Und wie sollte es anders sein? Es fing an zu regnen. Ich muss mal kurz gucken. Ich wollte eigentlich mal hier so ein bisschen die Mauer noch zumachen, aber irgendwie ist das noch nicht so einfach. Ja, es ist nie einfach, irgendwie voranzukommen hier. Na, Mann, kein Platz. Wofür denn? Zum Laufen. Zum Ausladen. Ja, das mit dem Einhorn, das können wir tatsächlich mal in Angriff nehmen, dass wir ein Einhorn zähmen. Oh, aber ja. Ach, hör auf hier. Da nicht da hoch, Mann, Bob. Horst. Ja, Maurice, wir haben unseren YouTube-Kanal seit dem 22. Juli 2014. Also bald anderthalb Jahre. Also noch nicht so lange. Aber schon ein Eckchen. Haben wir auf alle Fälle noch einiges damit vor. Das schon mal vorne weg. Das wäre ja auch traurig, wenn nicht. Wenn wir nicht stehen bleiben hier. Ja, wann kommt denn der Argentavis, hat der Melvin gefragt. Wann kommt denn endlich ein Argentavis? Ich muss den Kommentar lesen. Halt, den muss man kurz suchen. Was denn für ein Agentavis? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ach, Mario steht auf dem Schlauch. Mann, das war auch wieder, wenn die Ironie dich in den Hintern beißt, ne? Ja, aber was ist denn für ein Agentavis? Ach nein, ist egal. Ja. Leute, Mario hat es nicht gecheckt, er hat den Kommentar nicht gelesen oder er hat es nicht verstanden. Was denn? Welchen Kommentar? Von Melvin. Ja, den habe ich gerade gelesen. Ja. Wann kommt der Agentavis? Ja, was? Worauf? Hast du alles gelesen? Ist doch. Mario steht auf dem Schlauch. Mario, hab schon alle Folgen geguckt. Achso, ja, alles klar. Ja, jetzt guten Morgen. Kopftisch. Ja, alles Hashtag klar. Hashtag Kopftisch. Ja, ich hab das mit den allen Folgen ignoriert. Vielleicht solltest du... Also. Ach nee, herrlich. Ich hab das einfach mit den allen Folgen ignoriert. Entschuldigung. Melvin, du siehst, du wirst ignoriert. Ist das nicht bitter? Nein, ich hab nur hier so... Du hast das gerade genauso gesagt. Melvin, ich würde das Mario übel nehmen. Aus dem Augenwinkel gelesen. Ja, du ignorierst mich auch die ganze Zeit. Und? Ja, aber ich darf das. Nehme ich dir das übel? Wir sind verheiratet, ich darf das. Nein, darfst du nicht. So, jetzt haben wir ja schon mal so eine blöde Mauer, aber irgendwie... Naja, es soll ja nur irgendwann zu sein. Dass hier nichts irgendwie da oben drüber geklettert oder sonstiges. Nichts Garstiges. Ja, Kopfwand, Kopftisch ist auf alle Fälle die richtige, ne, Vorgehensweise, wenn man irgendwie Facepalm hat oder so, ne?
Und ich weiß gar nicht, haben wir noch Benzin hier oben, sag mal, für das Türmchen? Benzin, da fragst du mich. Nein, ich glaube nicht. Ich habe noch keins gesehen. Warum ist der Turm eigentlich noch nicht angemalt, sag mal? Ach, ja, ich weiß. Mann, ich habe noch so viel zu tun. Ich schaffe überhaupt nichts. Ausreden über Ausreden. Ja, ich glaube, das Benzin ist ja alle. Nein, wir haben keinen Drachenmod drauf. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon 500 Mal gesagt hier in dem Stream. Wir verwenden keine Mods. Was ist denn hier gestorben? Oh nein, hier liegt ein toter Pachu. Warum liegt denn hier ein toter Pachu? Ich weiß nicht. Der war schon tot. Ja, wann wollen wir die Wölfe mit hochnehmen? Dauert bestimmt nicht mehr so lange. Also wir hatten letztens ja schon überlegt, ein paar Tierchen mit nach oben zu nehmen. Wir brauchen ja auch nicht alle drei unten. Nee, wir müssen aber auf alle Fälle noch was zum Schutz unten lassen. Denn wie gesagt, die anderen Dinos, die großen Dinos, ja, müssen sich halt irgendwie verteidigen. Also gut, ich meine, die T-Rex brauchen jetzt keine Verteidigung oder sonstiges, aber müssen wir mal gucken. Also der Wolfsstall, Wolfs-Tigerstall hier, also Säbelzahn-Tigerstall, der ist ja noch nicht so wirklich fertig. Bin mit dem nicht zufrieden. Der muss noch umgebaut werden. Noch ein paar Wände rausruppen. Du bist irgendwie nie zufrieden mit den Sachen, die du baust. Doch, mit dem Turm bin ich sehr zufrieden. Ja gut, der sieht wirklich cool aus. Also mit dem Turm bin ich sehr zufrieden. Da kommt dann noch eine Etage rauf jetzt hier quasi. Etage 3 ist ja gerade im Bau. Und müssen wir mal gucken, ob da oben... fliegt ein Quetzal. Level? Moment. Ich glaube, der ist... Gehört der schon wem? Nee, wenn er so langsam fliegt, dann nicht. Ich gucke, ich habe tatsächlich doch ein Fernglas mit. Ich habe das vorhin gefunden, ich habe es nur nicht in der Schnellstartleiste gehabt hier. Schnellstartleiste, sag ich schon. In der Quickslot-Leiste. Wo ist er denn hin? Da vorne? Oh Gott, der ist aber schnell unterwegs. Ja, dann warte mal hinterher. Ja. Jetzt ist er weg. Oh nein! Ach, Anni hat wieder getrödelt. Soll den ja, der Quetzal, kommt doch wieder. Soll den Quetzal beobachten, hat so lange getrödelt, bis er außer Sichtweite war. Der kommt gleich zurück. Der kommt nie wieder zurück. Der kommt voll zurück. Nicht wieder. Und jetzt ist es schon wieder so kalt hier auf dem Berg. Ach Mann, keine Decke mit, keine Socken an. Verdammt. Alles kalt. Jetzt müsst ihr natürlich wissen, wo der hingeflogen ist, der Quetzal. Vielleicht kommt der auch... fliegt hier normalerweise immer... Bist du jetzt auch hier? Nee. Nee, aber vielleicht ist er ja in die Richtung geflogen. Aber der dreht normalerweise immer seine Runde am Berg. Das ist ja nicht das erste Mal. Das ist ja auch der Quetzal, der hier immer rumfliegt. Achso, Saphira ist ja gerade nach oben. Saphira ist oben, ja. Bacon als Lametta beim Weihnachtsbaum? Ah, Mario wäre dafür. Lecker Bacon. Das kann ich jetzt schon sagen. Der wird aber nicht lange draufhängen, glaube ich. Hänge ich jeden Tag neuen Bacon ran. Oh, jawohl. Also werden vielleicht nach dem Stream noch ein bisschen im Chat bleiben, aber nicht wirklich auch, lange. Auch nicht so lange. Ja, und Hallöchen an alle, die jetzt noch dazugekommen sind. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu unserem spontanen Livestream. Ich möchte aber dazu sagen, der ist wirklich spontan. Das war jetzt nicht geplant. Wir haben vorhin einfach, ja, wir standen irgendwie in der Küche und haben gesagt, ey komm, jetzt könnten wir doch eigentlich auch mal streamen, bevor wir jetzt wieder alles alleine machen. Uns war so ein bisschen nach Gesellschaft. Das ist ja schließlich so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Man kann da ja auch mal außer der Reihe streamen. Und wer halt Zeit hat, der ist da. Und wer keine Zeit hat, der leider nicht. Aber so ist das halt bei spontanen Streams. Ja, genau so sieht's aus. Und nein, steht noch nicht hundertprozentig fest, wie lange er geht, aber wir haben gesagt, nicht so lange. Also ich würde sagen, aller spätestens um 11 ist Schluss. Aber wirklich spätestens, vielleicht auch früher. Einfach mal schauen. Ja, uns geht's gut, würde ich sagen. Können nicht klagen. Auf die Frage, wie es uns denn geht. Ja. Läuft, würde ich sagen.
gucken, ob ich hier noch so ein bisschen Obsidian finde. Ja, da haben wir ja wirklich nicht genug. Aber ich habe schon wieder 4 Rare Flowers gefunden. Ja, wäre natürlich geil, wenn wir so ein Obsidian noch mitnehmen können. Und ich glaube, die Frage mit den Lieblingsdinos hat dann auch schon ein Gefühl in jedem Stream. Ja, das stimmt. Wir sollten das vielleicht mal irgendwo noch hinschreiben. Oder irgendjemand kann es beantworten. Na, wer hat aufgepasst, was sind unsere Lieblingsdinos? Da bin ich gespannt. Also, wenn jemand regelmäßig zuschaut, weiß er das. Ja, der weiß das. Das ist richtig. Hot Chick, ich glaube, so eine Fragen gehören hier nicht rein. Werden wir auch nicht beantworten, mal davon abgesehen. Könnt gerne Fragen stellen, aber Fragen allzu persönlicher Natur werden nicht beantwortet. Was ist mit Freya? Die kommen nicht nach oben, oder was, Melvin? Nein, ist nicht dein Lieblingsdino. Ach so, das meinst du, okay, ja. Seht ihr, so schnell ist der Schlauch wieder da. Ja, das stimmt. Freya ist nicht mein Lieblingsdino, liegt aber auch daran, dass Freya kein Dino ist. Das möchte ich nochmal festhalten. Wir ignorieren mal, dass es kein Dino ist. Es zählt einfach als Lieblingstier hier in Ark. Ja. Ja, mit Patschis, da ist man bei mir auch richtig. Das stimmt. Und Maya kann irgendwie nicht so wirklich viel tragen. Piomias. Ja, auf jeden Fall. Die kleinen Säue. Wirklich zum Liebhaben und zum Knuddeln. Riechen immer ein bisschen streng, aber gewöhnt man sich dran. Schweine sind sehr reinliche Tiere. Ja, das stimmt. So ein kleines Hausschwein. Also so ein Miniferkel. Also die kleinen Miniferkel sind immer süß. Ja, Pinguine sind auch unglaublich süß. Aber als es die noch nicht gab, da konnte ich das ja noch nicht beantworten. Aber die Pinguine sind wirklich cool. Und wir haben immer noch keine neuen Bilder gekriegt für die Pinguine. Ja. Da müssen wir mit Kyaputena mal reden. Oder mit euch anderen. Oder mit euch anderen. Uns fehlen noch Bilder von unseren anderen Pinguinen. Wir haben ja bis jetzt nur Skipper als Bild. Du kannst das ja nochmal zeigen. Ja, kann ich gleich mal machen. Ja, weil die Bilder sind halt schon ziemlich cool, finde ich. Also, die haben auch direkt aufgehängt. Eins von Skipper und eins von uns. Also, von links, von Spuri war das, glaube ich, ne? Ja, genau. Oh nein, ich sehe es nicht. Warum? Na, jetzt ist es da. Okay, das hat einfach nur ein bisschen gedauert. Jetzt dachte ich schon, da wäre sonst was. Ja. Und hier der Skipper, der wurde auch gemalt. 1A getroffen mit dem Helm hier quasi. Sieht genauso aus. Das Licht in der Dunkelheit, der gute Skipper. So, und sogar ein Rare Mushroom hier. Ganz cool. Ich weiß gar nicht, wann wir die Frage schon mal beantwortet hatten, aber... Was denn? Na, was dein Lieblingsdino ist. Also wir haben die schon mal beantwortet, ja, ja. Also aber ich weiß noch nicht genau wann. Das ist eine Weile her. Ich glaube im ersten Stream. Ja, ich glaube im ersten Stream und dann auch mal in irgendeiner Folge... Wenn ich mich nicht täusche. Also auf jeden Fall, der Patschi gehört dazu. Ich habe damals auch irgendwas anderes gesagt. Pteranodon. Ja, Pteranodons, genau. Wobei, mittlerweile sind die Patschis ja wirklich ganz weit oben. Aber da gab es ja damals auch schon. Die gab es schon? Ja. Echt? Ja, beim ersten Stream, das war vor 4 Wochen. Und den Patschi haben wir das erste Mal in Folge 61 gezählt, oder 60. Ja, auf jeden Fall. Samson, sage ich nur. Stimmt, Samson und Trixie. Ja, Patschis und Pteranodons. Und Pinguine aber mittlerweile, ja, die mag ich auch sehr gerne. Die sehen so knuffig aus. Vor allen Dingen, wenn sie eine Brille aufhaben oder einen Hut oder was. Ja, ich zeig gleich mal Pinguine. Moment, ich muss noch kurz Saphira einparken. Ja, Melvin, genau. Hoch die Hände, Wochenende. Auf jeden Fall. Aber es ist dann ja gar kein Wochenende. Ja, aber Ferien. Ich muss morgen nach arbeiten gehen. Ja, du. Hast Pech gehabt. Da musst du durch. Aber ihr könnt euch alle oder zumindest der Großteil sicherlich über Ferien freuen. Ab morgen sind dann ja alle Bundesländer dann im Ferienrausch.
Ja. So, hier den guten Skipper, den haben wir, wie gesagt, schon 1A getroffen. Hier hinten haben wir noch, ich weiß gar nicht, wer ist das mit der Brille? Kowalski. Kowalski mit der Brille. Oh yeah. Richtig geil. Ja. Hier hinten haben wir, wer ist das? Private. Mit dem T-Rex-Helm. Und Rico, ne, mit dem tollen Cowboy-Hut. Guckt ein bisschen betröppelt. Aber so ist es, ne? So, machen eigentlich unsere Viecher hier hinten. Die geht ja, auch nach gut, glaube ich. Was ist denn eigentlich im Trog? Ist da noch irgendwas? Oh, ein Kompi, ey. Geil. Sehr, sehr schön. Seltenheitswert. Wir wissen zwar noch nicht, wofür wir die brauchen, weil aktuell brauchen wir die noch für Candino, glaube ich. Und müssen wir mal gucken, wenn es soweit ist, was dann so rauskommt. Ein Tierchen. Was war da gerade eine... Achso, Trog. Ja genau, was ist da drin? Nicht mehr. Kein frisches Fleisch. Willst du welches holen gehen? Oder ja, ich muss ja sowieso mal runter. Okay, dann mach das mal. Ja, Zos Gaming Fan, da so ein Spontan-Stream spontan ist, wissen wir das nicht. Also, ja, es aber, hängt es ja, aber ja, also es ist der Plan, dass wir schon so ein paar Mal öfter spontan was streamen, aber wobei, wie häufig, das weiß ich halt auch nicht. Ich hau jetzt mal kurz dazwischen. Wobei wir wahrscheinlich irgendwann mal dazu übergehen werden, tatsächlich nochmal unter der Woche zu streamen. Ob es dann immer spontan sein wird, weiß ich nicht. Mir wäre es persönlich lieber, wenn es feste Tage sind. Ja, dann müssen wir halt einfach mal gucken. Weil da können wir besser planen und da könnt ihr besser planen. Ja, aber spontan streamen wird es halt auch immer mal geben. Aber es wird auch mal spontan Streams geben. Aber wie gesagt, noch so ein Tag unter der Woche vielleicht mal irgendwie mal für 2 Stunden, 2,5 Stunden oder sowas unter der Woche noch streamen. Das fände ich auch ganz cool eigentlich. Aber wie gesagt, müssen wir gucken, wie das zeitlich passt. Ne? Das ist jetzt noch nicht in Stein gemeißelt. Hängt ja immer so ein bisschen noch am echten Leben. Ja. Ja, und willkommen zurück, Einhorn. Ich bin gerade überlegen, was wollte ich eigentlich gerade unten da machen? Essen holen. Stimmt, Essen holen, aber ich wollte noch wegen was anderem runter. Ich habe gesagt, ich fliege runter, weil ich runter muss. Ja, weil ich weiß nicht, was du unten machen wolltest. Was wollte Mario unten in der Base machen? Habt ihr aufgepasst? Hat er das gesagt? Nee, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich mir gedacht. Ich wollte auf jeden Fall die Eier abliefern, aber was, keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht. Das ist doch wirklich super. Auf alle Fälle brauche ich noch Essen. Das ist schon mal wichtig. Ein Fallschirmsprung weiß ich noch nicht, ob wir den heute wieder machen. Der letzte war ja ziemlich cool. Ja, wirklich cool und überraschenderweise habe ich auch sehr, sehr lange überlebt. Ich bin auf der Insel gelandet. Damit habe selbst ich nicht gerechnet. Naja, das Runterfliegen, also beim Runterfliegen kann ja nichts passieren. Sagst du und dann auf einmal schließe ich den Fallschirm viel zu früh, weil ich die falsche Taste drücke. Ja, das stimmt, kommt immer mal stimmt, vor. Stimmt. Das ist ja bei dir auch nicht so ungewöhnlich. Also ich wollte selber Fleisch holen, das mache ich gleich mal. Also ich glaube echt, Apollo muss noch ein bisschen was an seiner Tragekappe machen. Das schleift ganz schön. Was, Apollo? Ja. Der kann schon eine ganze Menge 570 tragen. 570 finde ich nicht viel. Ja, aber der, das ist jetzt kein Lastenesel. Ne? Also ja, aber vielleicht will ich den hier zum Lastenesel machen. Trag doch selber den Mist. Mach ich doch. Ja, machst du nicht. Kannst, ja, aber so viel kann ich ja auch nicht tragen. Aha, merkst du was? Ja genau, ich kann alles schaffen. Ich kann auch in den kuriosesten Momenten sterben. Oder irgendwo hängen bleiben oder keine Ahnung. Ich glaube, Fallschirme haben wir gar keine mehr, doch, oder? Doch, wir haben noch 4. Echt? Mhm. Aber die waren noch nicht so, die waren noch nicht so teuer herzustellen. Ja, die kriegt man recht schnell hin. Die sind nicht teuer. Was würdest du denn mit den ganzen Schränken machen? Was sind für Schränke? Kühlschränke? Thank you.
Ja, und wie gesagt, also Fallschirme, die kann man auch relativ gut herstellen. Die kosten nicht so viel Material. Also, das ist auch nicht das Problem. Und für sowas Episches wie einen Fallschirmsprung muss man auch einfach mal ein bisschen Material haben, ne? Also, das fand ich letztens sehr unterhaltsam. Ich hätte ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass wir wieder zurückkommen, oder ich zumindest. Und Anni ist ja auch recht weit gekommen. Ich war stolz auf Und es mich. hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, einfach Das war mal wirklich cool. mitten im Meer zu landen, im Nirgendwo und nicht drauf zu gehen. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht so häufig der Fall. So, ich fütter mal eben schnell die Tierchen. Ja, füll mal auf. Versucht, die meldet sich auch zu Wort. Ja, auf jeden Fall. Die Schränke füllen. Mit ganz viel zu essen. Ja, Nur leckeres Knabberzeug. ich habe gerade hier drüben schon die ganzen Steaks, ne, in den Kühlschrank gepackt, beziehungsweise die sind da schon drin. Haben wir gestern waren wir ja jagen und wir haben so viel rohes Fleisch übrig gehabt. Da habe ich gedacht, okay, dann grillen wir den Rest durch, bevor der vergammelt, weil wir hatten keinen Platz mehr für irgendwas. Und jetzt haben wir den ganzen Kühlschrank voll Steaks. Also, ne, der Fleischmarkt kann hier voll zuschlagen. Und übrigens, alle, die gestern das Katzenfoto auf Instagram gesehen haben, das ist ein Kater von Mölly Moon und Kaffeesuchti. Nur um mal hier wieder so ein bisschen Verknüpfungen zu erzeugen. Der grimmig klein guckende. Oh Gott, jetzt sage ich es bestimmt falsch. Das war Kimi, richtig? Ja, Ich verwechsel die immer. das war Das ist Kimi. Wahnsinn. Bei mir braucht man nicht ankommen. Ja, es war Kimi. Ja. Dr. Klenebua, da hast du ein bisschen falsch gelegen. Ja, ich werde noch nicht 30. Mach mich nicht älter, als ich bin. Anni sieht zwar so aus, aber sie ist noch Was nicht soll das 30. denn? Ja, Kimi, siehst du, super. Ja, ich habe aufgepasst. Das war ja auch nicht schwer. Ja, sagst du. Lenny ist ja so schüchtern. Ja, eben. Und nein, ich bin nicht aufgeregt. Ich bin vor Geburtstagen gar nicht mehr aufgeregt. Also, das hat sich in den letzten Jahren ziemlich gelegt. Ab einem gewissen Alter wird man nicht mehr aufgeregt. Ja, das ist halt. Ich will nicht sagen, es ist ein Tag wie jeder andere, weil das stimmt halt auch nicht. Da regt man Aber sich nur noch auf. was macht man? Da regt man sich Da nur noch regt man sich nur noch auf. Genau, da ist man nicht mehr aufgeregt, man regt sich nur noch auf. Nein, aber es ist halt einfach ein Tag gut. Man hat Geburtstag und das ist schön, halt mit Freunden zusammenzusitzen. Das mache ich da halt gerne oder ein bisschen mit der Family. Aber ja, ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh wow, ich muss das jetzt riesengroß feiern und Wahnsinn. Nee. Der Tag kommt, der Tag geht. Ja, wenn wir ganz kurz gleich auf dem Desktop mal kurz was schauen. Nein, und 25 werde ich auch nicht. Die Zeit ist auch schon vorbei. Da ist doch schon ein bisschen älter. Aber 30 werde ich auch noch nicht. Jo, bin jetzt gleich oben. Ja, und Hot Chick, du hast dir gerade mal einen Timeout verdient. Glückwunsch. Vielleicht lernst du draus. Ach so, ich wollte ja unten zum Trog. Seht, ach, ich weiß, was ich holen wollte, ich Idiot. Das kann ich gleich nochmal Ja, runterfliegen. was hast du denn vergessen? Ich wollte Erzähl mal. Benzin holen. Benzin. Für den scheiß Ah. Fahrstuhl. Ja, Stimmt, da war das was. hättet ihr mir auch sagen können. Jetzt bin ich umsonst runtergeflogen. Na ja, gut, also ich wollte ja Fleisch holen, aber, ne? Benzin habe ich vergessen. Ist das Alter? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das Schlimme ist, es wird nicht besser mit zunehmendem Alter. Also ein Timeout kann beliebig lange sein. Also hier geht es gerade 600 Sekunden. 10 Standard, Minuten. die Standardvariante ist Na, 10 10 Minuten. Minuten. Naja, Man genau. kann es aber beliebig einstellen. Im Regelfall, wenn man sich daneben benimmt, gibt es erstmal nur ein Timeout. Hängt natürlich vom Danebenbenehmen Vom ab, Grad des logischerweise. Danebenbenehmens, wer natürlich jetzt gleich richtig fiese Beleidigungen bringt, der darf auch
gerne mal komplett den Chat verlassen. Wir wollen hier keine Leute, die sich daneben benehmen. Ein bisschen Respekt untereinander ist immer angebracht. Sicherlich muss einem nicht alles gefallen und man wird vielleicht bei einigen Sachen auch mal ein bisschen wütend, aber wir können uns alle ein bisschen am Riemen reißen, nicht beleidigen und vieles doch auf diplomatische Weise klären. Ohne gleich ausfallen zu werden. Genau. Ja, und Ankylo-Baby hatten wir schon im vorletzten Stream. Was hat denn der Melvin hier für eine Umfrage gemacht? Okay. Ja, alles klar. Schön. Melvin läuft, ne? Läuft. Ja, und Hallöchen an alle, die jetzt noch neu dazukommen sind. Herzlich willkommen hier bei uns. Heute mal zu einem kleinen Spontan-Stream. In etwas kleinerer Runde, aber wie gesagt, ne? Genauso chaotisch wie immer. Da spielt jetzt auch die Spontanität keine Rolle. Soll ich jetzt holen? Achso, Benzin. Genau. Mach's gut, Dr. Klenevoa. Und also es wird nicht so ewig laufen, Mario hat es vorhin schon gesagt. Maximal bis 23 Uhr. Also länger dann wirklich nicht. Das wird einfach immer so eine kurze Nacht und wir müssen halt auch noch die Folge für morgen aufnehmen. Die könnte man notfalls auch morgen früh machen. Ja, jetzt auf einmal, ihr hört's, das ist typisch Mario. Erst erzählt er irgendwas und dann schiebt er doch alles nach hinten. Wir gucken einfach mal, jetzt ist es ja gerade mal 9:30. Mir würde auch passen. Ich kann ja über meinen Schlafmangel wohl selber entscheiden. Ach ja, lasst euch einfach überraschen, wir werden ja sehen, wie lange wir noch da sind. So, Apollo ist schon wieder voll. Voll bis oben hin. Voll bis oben, voll wie eine Haubitze. Und der Melvin macht Schleichwerbung. Ja, das stimmt allerdings. Und das als Moderator. Mann, Mann, Mann. Und das Lustige ist, wie oft wir die Frage bekommen, wie man Moderator wird. Moderator wird man tatsächlich nur durch Berufung durch uns. Also, wenn man sich fleißig beteiligt am Chat und an der Community und gerne mal Fragen von anderen beantwortet, ohne dass wir das jedes Mal machen müssen sozusagen, also uns Arbeit abnimmt im Wesentlichen, dann kann man auch Moderator werden. Aber ich sag's gleich dazu, es ist keine Belohnung. Ne? Also, das scheinen immer viele zu vergessen. Wenn man denkt, okay, man kann Moderator werden, das ist nicht eine Belohnung für irgendwen, sondern das ist im Prinzip Arbeit. Neben dem Stream schauen noch quasi uns Arbeit abnehmen. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Also nur, wenn man da so ein tolles grünes Schwertchen hat oder ein weißes Schwertchen auf grünem Grund, wenn das ein bisschen cooler aussieht sozusagen, das ist jetzt nicht der Grund. Man muss schon aktiv als Moderator dann einiges machen. Richtig. Ist auch nicht so, dass wenn wir jetzt sagen, okay, jemand ist zum Moderator berufen worden, dass das dann auch die ganze Zeit so bleibt. Ne? Wir schauen natürlich auch, wie funktioniert das? Wie stellt sich die Person an? Aber bis jetzt sind wir sehr zufrieden mit den Moderatoren, die wir haben. Ja, vielen das Dank stimmt. An euch. Bis auf den Melvin, der macht immer Schleichwerbung. Ja genau, Finja. Wenn ich schlafen will, dann streamt Mario auch mal alleine. Da hat er auch gar kein Problem mit. Das kann gut und gerne mal vorkommen. Zu Zeiten, in denen halt normale Menschen schlafen, ist Mario dann wach. Achso, Melody war hier oben, deswegen ist sie jetzt auch nicht mehr hier oben. Ja, die... Nee, hä? Die stand vorne? Ja, die hast du damit runtergenommen, um Karlchen zu holen. Stimmt, das habe ich getan. Okay. Ach, schön. Ja, und ich habe ja beim letzten Mal hier schon gesagt, ich habe das jetzt nochmal umgebaut, dass jetzt die Stromversorgung hier drin ist. Man sieht jetzt durchs Blenden natürlich nicht so wirklich viel, aber hier die Stromversorgung ist jetzt im Haus, im Turm sozusagen drin und das mit dem Fahrstuhl passt hier 1A direkt rein. Melvin, glaubst du machst es dadurch besser? So, man sieht das hier, also die Plattform reicht hier genau bis ran.
mir extra Mühe gegeben, damit ich auch nicht runterfallen kann. Selbst Anni schafft das nicht, hier runterzufallen. Ach, es sei denn, ich kann durch den Boden fallen. Es sei denn, die Plattform ist natürlich hier irgendwie gerade oben und Anni springt dann irgendwie, weiß ich nicht, beim Runterfahren runter. Ja, und hier oben fehlt natürlich noch ein bisschen was von der Etage, aber das macht nichts. Aber man hat ja von oben schon mal eine ganz coole Aussicht. Also als Dino hat man echt ein geiles Leben, finde ich. Ja? Geile Aussicht. Im nächsten Leben werden wir Dinosaurier. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es dann wieder welche. Irgendwas Fliegendes. Irgendwas Fliegendes? Oh ja, auch nicht schlecht. Pteranodon. Ja, und Hallöchen, Thelagia. Das ist schön, dass du auch wieder da bist. Ja, Hallöchen. Oh, da die Tür vom Kopf gehauen. Hast du vergessen, nicht zu drücken? Ja, und dann habe ich gleichzeitig die Tür zugemacht. Schön. Obsidian. Ich mach mal hier den Generator wieder aus, den brauchen wir ja jetzt aktuell nicht, nächstes Jahr die ganze Zeit läuft und Benzin verbraucht. Oder Benzinverschwendung, Stromverschwendung ja nicht. Also normalerweise ist es jetzt nicht so wirklich schwer, das Zeug zu farmen, logischerweise, aber man kann es trotzdem auch sparen, ne? Man muss jetzt nicht alles zum Fenster raushauen. Weißt du, du hast ja Sonntag nicht geschlafen, was machst du denn, Finja, sag mal? Du sollst mir nicht alles nachmachen. Mit Schlafmangel und so. So, hier liegt natürlich nichts rum. Also wir können hier auf jeden Fall noch einen weiblichen Skorpion gebrauchen. Da wäre noch Werbung sozusagen. Werbung? Werbung? Ich habe gerade Chat gelesen und da steht Werbung für, ja, diesen Minecraft-Server. Das ist ja schön. Ja, das ist... Totale, ne? Hirnverknotung hier. Aber so richtig. Da kann ein paar Hirnbindungen durcheinander gebracht. Da wäre noch Werbung. Da wäre noch Platz für einen Skorpion. Ihr seht, Mario lässt sich beeinflussen, wenn Werbung. Ja, wenn ich rede und gleichzeitig Chat lese, das ist, ne? Also das klappt normalerweise, aber man hat gerade gesehen, jetzt hat es mal nicht funktioniert. Oh, verdammt. Karlchen ist voll. Da habe ich nicht aufgepasst. Steine oder Kristalle weg. Dann Steine. Tonnen von Steinen hier. Dann bringe ich den auch mal zurück. Ich hoffe, der kann jetzt noch fliegen. Ja, wie gesagt, ansonsten haust du noch mehr Steine weg. Ja, muss ich auch. Der kommt gar nicht mehr voran. Und es gibt keine Skorpionbabys. Kaffeesucht, die was macht Assassin's Creed? Gott, ey, das Level dauert so lange. Unglaublich. Furchtbar. Was fehlt denn hier? Noch mehr Metall. 35 Metallbahnen für ein so eine scheiß Ceiling, ey. Unglaublich. Oh, das reicht hier immer noch nicht. Kommen immer noch nicht voran. Steine, Kristalle. Ja, aber so viel mehr geht jetzt ja auch nicht. Was denn? Zeig mal her. Zeig mal her. Na gut, vielleicht hat Apollo noch was drin. Da muss ich gleich mal gucken. Zeig mal her. Nein, gleich. Was lass mich das doch mal selber machen. Kümmere dich um dein Zeug da. Apollo, wo bist du da? Das ist Wahnsinn, wie viel Metall man hier für diese blöden scheiß Seedings braucht. Ja, Wunder dauern immer länger, ne? Mit dem Runterladen. So, hier sind noch Kristalle. Mal schauen, ob das jetzt dann passt. Ja, ein Hallöchen, blaue Sonne. Lange nicht gesehen. Mal wieder heute, oder das heißt mal wieder, heute ein Spontan-Stream. Mal wieder würde mich wundern. Naja, wir hatten schon spontane Teststreams. Ja, Teststreams. Teststream ist ein Teststream. Ja, aber kein spontaner. Aber es sind auch spontane Streams gewesen. Jetzt muss ich erstmal wieder zurückkommen. So, mal schauen, ob ich hier irgendwo eine Mauer rankriege unten. Wäre natürlich geil. Aber man weiß es nicht. Ja,
Ja, ich hoffe auch, dass mein Schloss bald fertig wird. Noch ist ja gar nichts vom Schloss zu sehen. Nee, wir müssen erstmal Unterschlupf für die Tierchen bauen. Das ist wichtiger. Also ja, das stimmt. Wir können jetzt nicht hier erstmal anfangen, Anni Stall zu bauen. Das geht nicht. Anni muss erstmal auf dem Boden schlafen. Ja, wiedersehen, Hotchick. Jo. Man sieht sich immer zweimal. Nee, ich hoffe nicht. Ja gut, muss ja keine positive Begegnung sein. Es gibt Leute, die muss man einfach nicht sehen. Was wollte ich machen? Achso, ich wollte mal ganz kurz gucken. Mach mal. Fleisch habe ich jetzt eigentlich reingepackt. Best of gehirnzerstörende Kommentare. Ja, wir hatten wieder jetzt neulich richtig klasse Kommentare. So richtig? So richtig, richtig, wo ich denke, oh mein Gott. Da zerbröseln dir schon automatisch beim Lesen die Gehirnzellen. Und falls jemand vermisst, ist schon weg. Was, wer ist weg? Falls jemand vermisst. Nee, ach Quatsch, alles gut. Ich muss erstmal den Weg zurück wiederfinden. Anni hat sich wieder verflogen. Ja, wie immer, wie immer. Wann malst du eigentlich den Turm an, sag mal? Kann ich auch noch gleich machen. Ich komme ja schon zurück. Apollo hängt ja schon unten dran. Also ich finde, Anni sollte noch den Turm anmalen. Der sieht ja, so ein bisschen, das mache ich. Das ein bisschen nackig aus hier. Ich muss mal gucken, ob wir noch genug Farbe haben. Ja, und das hat Anni gar nicht mitgeschnitten, dass ich das gesagt habe. Was? Ja, eben. Was? Ja. Nein, was denn? Ja, was denn? Hä? Was hast du gesagt? Ja. Oh nein. Ich habe von deinem Stall gesprochen. Von meinem Stall? Toll. Ach, wie gemein. Ja, da ist man einmal beschäftigt und kann nicht richtig zuhören und dann wird man gleich wieder in den Stall verfrachtet. Großartig. Ganz, ich habe gesagt, ich muss erstmal den Stall großartig für die Dinos bauen, bevor ich deinen Stall baue. Ja, toll. Ja, so hört Anni zu. Ja, toll. Ich vertraue halt drauf, dass du nur gute Sachen sagst. Ja, da musst du gleich lachen. Wie lange kennen wir uns schon? Zu lange. Zu lange? Wir können das auch ändern. Für die Scheidung. Nee, lass mal. Oh, bitte? Ganz offiziell? Dann kennen wir uns nicht mehr. Dann kennen wir uns nicht mehr. Mann, ey, hier ist echt kein Platz drin. Das ist unglaublich. So. Immer die Liebe unter den Menschen. Aber wirklich. So, jetzt will ich zurückfliegen und es regnet wieder, es ist wieder neblig und ich sehe überhaupt gar nichts. An der Küste lang. Schön. Na, da vorne ist doch schon unser Berg, oder? Oder wer dann wieder? Na, der geradezu. Nein, geradezu. An der Küste. Da siehst du die rechts den Ausläufer. Na, ich sehe da gar nichts, was du da alles sehen kannst. Nicht da, wo Karlchens Kopf ist. Ja, ich das flieg ist der einfach mal geradeaus. Das ist der Ausläufer vom Berg. Ja, und wir arbeiten schon dran. Sarius 11, wenn ich das gerade richtig lese, deinen Namen, so spontan. Wir haben uns dazu schon ein bisschen was angeguckt. Theoretisch hätten wir alles Notwendige dafür da, aber wie gesagt, müssen wir ein bisschen rumprobieren. Ich bin hier noch nicht richtig. Na, jetzt links hoch. Ja, ich bin doch schon. Ich bin auf dem Weg. Du musst nicht immer gucken, was ich hier mache. Das ist Top Secret, was ich hier mache. Ja, und wir werden natürlich auch den Giganotosaurus wieder aktivieren. Aber vorher brauchen wir erst noch ausreichend Schutz für unsere Basis hier oben. Und wir müssen die Dinos von unten nach oben holen. Genau, sonst zerlatscht er die unten und das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Wir wollen hier keine Unfälle. Keine Unfälle. Das stimmt. Unfälle hatten wir in der Zeit viel zu viel. Oh, wie viel kann denn Bo eigentlich noch tragen? Nicht mehr so viel, wa? Ich müsste mal runterfliegen, ein bisschen anderes Zeug sammeln. Was brauchst du denn? Na, Holz und so ein Zeug und Steine und keine Ahnung. Obwohl, Steine haben wir noch. Holz mehr? Obwohl, Steine haben wir noch, wa? Na, Steine haben wir noch, also ich bringe auch. Obwohl, nee, wir haben ja hier. Nee, Quatsch, wir haben hier noch. Wir haben ja hier noch einen Ofen, aber wir haben keinen Fiber oben. Ach, hier sind ein paar Fallschirme. Sehr schön. Hat gefunden. Nee, wir haben heute nichts Themen. Also wie gesagt, der Stream geht heute nicht so lange. Also, wie gesagt, ich hatte gesagt, hier irgendwie vielleicht maximal was ganz Kleines. Also falls wir irgendwie einen weiblichen Skorpion finden, Level, keine Ahnung, 20 oder so,
dann eventuell können wir die sich schnell mal schnappen, aber ansonsten ist es eigentlich nicht geplant, dafür ist der Stream zu kurz und danach haben wir auch nicht mehr so viel Zeit, oder ich zumindest nicht, denn wie gesagt, ich muss schon 4.30 Uhr raus, da will ich jetzt auch nicht erst um 3 ins Bett. Weil ich weiß, was ich nachher noch spiele, wenn du schon im Bett liegst. Was denn? Aion. 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 Ja, mir ist heute mal wieder so ein bisschen nach Aion. Was wollte ich gerade machen? Also ich vergesse das immer, was ich machen wollte. Anni bringt mich durcheinander. Ja, das ist Absicht. Weil ich es kann. Ich wollte nämlich nach unten und ich wollte Fiber holen. Damit ich hier oben ein paar Holzsachen bauen kann. So, mal wieder ausladen. Mit den guten Charles mal wieder eine Runde drehen. Und es fehlt übrigens noch so ein Einflugtor, also eher noch viel breiter und nicht ganz so hoch. Ist ja angeblich in Planung, dass man halt wirklich so ein Einflugtor für Flugtiere bauen kann. Irgendwann mal. Aber wann? Keine Ahnung. Ja, in der Stream, auch der Spontan-Stream wird dann auf YouTube hochgeladen. Das kann ich nachher noch machen, dann stimmt.